Studentenverbindungen, geheimnisvolle Organisationen. Wir schauen auch unter die Tische. Wir wissen, dass die Leute nicht auf die Toilette gehen dürfen und dann müssen sie einen anderen Weg finden. Also feucht feiern und blutig fechten? Es passieren immer Unfälle, aber auch nicht mehr wie in irgendeinem anderen Sport zum Beispiel. Elitäre Kader schmieden oder nur harmlose Folklore in Uniform? Wir sind ja Revolutionäre, ist ja ein bisschen anders. Mächtige Männer, gefährliche Machenschaften. Man darf nichts verraten, das hat ja auch was sehr Geheimbündlerisches und das schweißt natürlich sehr eng zusammen. Und dann habe ich nur so eine kleine Schere wieder zum Rechtsextremen. Ungefähr 10% Rechtsextreme haben wir. Akademische Männerbünde. Eine Verschwörung gegen die freiheitliche Gesellschaft? Es ist ja schon der reine Hass, der einem da entgegenschlägt. Ja, können Sie da nicht mal einschreiten endlich mal? Die filmt immer noch. Das, die hat hier nicht zu filmen. Es gibt hier gerade keine Versammlung. Machen Sie endlich mal was hier. Die Jugend ist dabei. Jetzt ist aber mal Ruhe hier. Ja, wir brennen das jetzt erstmal. Aus jetzt mit der Kamera. Ganz genau. Das passiert auch mit Polizeibeamten. Fechten mit scharfer Klinge, trinken bis zum Umfallen, stramm rechts stehen. Was steckt wirklich hinter den studentischen Burschenschaften? Wir waren mit der Kamera vor Ort. Hier sieht man unsere Ahnengalerie. Und die zeigt nicht nur 140 Jahre Bundesgeschichte, sondern was mir besonders gut dran gefällt, sie zeigt 140 Jahre den Schnitt durch die deutsche Herrenmode und durch die Frisuren und Barttracht. Das bin ich. Hannes Gnad ist Mitglied der Stuttgarter Burschenschaft Hilaritas. Er bekennt sich gern zu seiner Studentenverbindung. Wir sind eine Wertegemeinschaft. Und wer sich zu diesen Werten bekennt, der kann bei uns mitmachen. Ehre, Freiheit, Vaterland, das sind die Werte der Urburschenschaft, die wir auch in unserem Verband Allgemeine Deutsche Burschenschaft hochhalten. Und die Werte unseres eigenen Bundes treu, fest, frei. Willkommen zur heutigen Fuchsenstunde. Wir werden heute uns unsere Farben und das Wappen unserer Verbindung angucken. Das Wappen habt ihr ja schon gesehen, das hängt ja immer hier bei uns im großen Saal im Endeffekt präsent vor Ort. Was seht ihr denn auf dem Wappen? Da steht treufest frei drauf. Neumitglieder werden Füchse genannt. Sie leben gemeinsam auf dem Haus, das meist seit Generationen im Besitz der Verbindung ist. Viele Studienanfänger stranden hier auf der Suche nach günstigen Zimmern. Stehen für die Treue, die man eben durch den Lebensbund erfährt. Der Lebensbund. Alle Burschenschafter schwören auf ihn. Nach dem Studium werden die Aktiven zu alten Herren. Sie finanzieren zum Beispiel das Haus. Füchse, Aktive, alte Herren. Eine verschworene Gemeinschaft. Die Fuchsenstunde ist im Endeffekt einmal die Woche eine Stunde, wo wir unseren neuen Mitgliedern die Tradition und Gegebenheiten unserer Verbindung darstellen. Also es geht auch sehr viel um Geschichtsunterricht, wo wir eben die Geschichte der Bundesrepublik, unsere eigene Geschichte und die Geschichte der Burschenschaften den neuen Mitgliedern beibringen. Der Politologe Stefan Peters, einst Mitglied der katholischen Studentenverbindung Palatia zu Marburg. Er weiß, was es heißt, ein Bursche zu sein. Peters hat das System des Verbindungswesens analysiert und die Mechanismen soziologisch eingeordnet. Junge Leute aus konservativen Elternhäusern, die vielleicht auch autoritär erzogen wurden und so weiter, gehen an eine Universität, die vermeintlich riesig ist, wo die sich auch unwohl fühlen, das beschreiben die ja selber so, leistet die Verbindung den Beitrag, Sicherheit zu liefern, über billigen Wohnraum zum Beispiel, man hat gleich Kumpels vor Ort, man muss also seine soziale Kompetenz nicht mehr anstrengen. Was ja natürlich auch ein Nachteil ist, weil das lernen sie nämlich dann eben nicht. Ne? Das heißt, sie werden immer aufgefangen in dem Bereich. Das ist natürlich wieder Sicherheit, Geborgenheit. Mama ist ja nicht mehr da. Auch Student Felix suchte ein Zimmer im teuren Stuttgart und fand es. Bei der Burschenschaft Hilaritas. Die Fuchsenzeit hat er hinter sich. Als Sprecher der Aktivitas genießt er gewisse Vorzüge. Wenn man dann länger dabei ist, kriegt man dann halt so ein schönes Zimmer wie ich jetzt gerade. Und am Anfang hat man dann ein etwas kleineres. Meine Freundin, die fühlt sich halt auch wohl. Und dann kann sie auch gerne öfters vorbeikommen. Viel Zeit für seine Liebste bleibt Felix aber nicht.
Fuchsenstunde, Infoabende, gemeinsames Lernen unter Bundesbrüdern und vor allem die Paukstunden. Sie fordern ihren Tribut. Die Hilaritas ist eine pflichtschlagende Verbindung. Jedes neue Mitglied soll sich der Pflichtmensur stellen. Einem Fechtkampf mit scharfer Klinge. Ich selbst habe noch gar keine Partie gefochten. Ich werde erst demnächst eine fechten. Aber ja, ja, das wird sich dann erst im Vorfeld von der Partie zeigen, von wegen Überwindung. Man setzt da quasi seine körperliche Unversehrtheit aufs Spiel, um einfach zu zeigen, hey, ich möchte gern ein Teil von euch sein, ich möchte gern bei euch dabei sein. Leben auf dem Haus. Das heißt, gemeinsam lernen, fechten und natürlich trinken. Wenn man spät von der Uni kommt, um 19, 20 Uhr und die Ersten haben schon etwas länger Feierabend, dann bleibt man mal gerne auf einen stehen und dann, ja, muss man sich halt nach dem Dritten losreißen. Wenn man es schafft. Wenn man es schafft. Ich hätte immer gerne, die Theke ist das Herz unserer Verbindung. Ja. Unter dem Oberbegriff Studentenverbindung versammelt sich eine Vielzahl von akademischen Verbänden. Konservativ sind sie fast alle. Die Burschenschaften, die Landsmannschaften, Chors und Turnerschaften. Insgesamt rund 900 Verbindungen. Geführt sind die einzelnen Verbindungen wie Vereine, organisiert in Dachverbänden. Einer davon ist der CC, der Coburger Konvent. Jedes Jahr treffen sich die 96 aktiven CC-Bünde in der oberfränkischen Stadt. Für viele Außenstehende ein unzeitgemäß wirkendes Spektakel. Die Teilnehmer dagegen fühlen sich oft als Rechtsextreme abgestempelt. Wir haben eben keine politischen Ideen, wir machen keine politische Meinungsäußerung, keine religiöse, keine abstammungsmäßige. Und das ist teilweise echt ein Problem, der Öffentlichkeit darzustellen, weil wir natürlich gerne in die Ecke verräumt werden. Klischees und Vorurteile, woher rühren sie? Sind sie teils berechtigt? Günther Oettinger, EU-Kommissar und selbst stolzer Landsmannschafter, stellt klare Bedingungen. Klar muss sein, eine Verbindung muss die Grundwerte und Grundrechte beachten und leben. Das heißt Toleranz, das heißt Demokratie, das heißt Nationalstaat, aber nicht Nationalismus. Es gibt in einigen Burschenschaften falsche Tendenzen. Genau das sieht auch Stefan Peters. Er hält den Umgang vieler Verbände mit den demokratischen Grundwerten für nur wenig durchschaubar. Ich habe jenseits der Demokratie und der Chancengleichheit natürlich ein männerbündisches System laufen, wo die mal eben mit einem extra Kanal sozusagen nach oben kommen können. Das reicht natürlich nicht, jetzt einfach in eine Landsmannschaft zu gehen und deswegen komme ich in gute Position. So einfach ist es nicht. Aber es ist ein Pluspunkt halt bei dem Ganzen, das auf jeden Fall. Studentenverbindungen haben eine lange Tradition. Entsprechend altmodisch wirken die Umgangsformen, die Erziehungsziele, der Kleidungsstil und die Rollenbilder. In den Gründungsjahren durften Frauen nicht studieren. Die Burschenschaften waren reine Männersache. Heute gibt es zwar mehr Studentinnen als Studenten, doch die meisten Studentenverbindungen sind noch immer den Männern vorbehalten. Ist nicht meine Welt. Als ich ihn kennenlernte, war das schon so. Und warum soll er sich ändern? Ist nicht nötig. So tolerant kann Frau dann auch sein. Es ist eine Organisation, die mir ein bisschen antiquiert erscheint. Dieses Antiquierte verbindet und erfüllt wohl auch heute noch seinen Zweck. Es gibt sicherlich Bundesbrüder oder alte Herren, die ihre jungen Studenten auch fördern können. Ich könnte mir gut vorstellen, in der Anwaltskanzlei, dass da einer einen jungen Studenten eben als Kompagnon aufnehmen kann oder überhaupt seine Verbindungen dann spielen lassen kann, um dann eben einen jungen Mann da doch zu fördern. Also doch, Karriereleiter für eine selbsternannte Elite? Wir sind ein Verband von Akademikern. Wenn sie 12.000 Leute, Mitglieder haben, von denen vielleicht dann tatsächlich fast alle ihr Examen bestanden haben, dann sind sie im Prinzip Bildungselite. Wenn wir uns also nur unsere Bildung vorwirft als Elite, dann können wir gut damit leben. Und die Elite hat ein konservatives Vorzeichen, ist männerbündisch aufgebaut und die möchten sich natürlich gegenseitig unterstützen. Aber da kommen natürlich keine Frauen vor.
Und wenn ich jetzt halt an Chancengleichheit oder Gerechtigkeit oder besser noch Wertigkeit denke von den Geschlechtern halt, dann kann man sie zu Recht, wie ich finde, politisch kritisieren und sagen, nach wie vor in einer offenen oder demokratisch emanzipatorischen Gesellschaft haben die eigentlich nichts zu suchen. Okay, Sie sind dann nachher fertig, ja? Ja, genau. Ja, ja. Die Ersten können dann noch filmen, ja, und dann bitte verschwinden. Alles klar. Was? Wie weit bringst du dann noch hin? Das zeige ich Ihnen. Feierliches Totengedenken. Fester Bestandteil im Coburger Konventsleben. Den gefallenen Bundesbrüdern seine Ehre erweisen. Ein Ausdruck der Verbundenheit, sagen die Burschen. Einseitiges Geschichtsbewusstsein, nennen es ihre Kritiker. Dabei stehen die Studentenverbindungen ursprünglich für politischen Fortschritt. Im 19. Jahrhundert kämpfen sie für die deutsche Einheit, für Meinungs- und Pressefreiheit. Heute scheinen die Ziele eher verstaubt und rückwärtsgewandt. Der alljährliche Höhepunkt in Coburg, der Festkommerz. Die alten Herren geben sich die Ehre. Aber auch junge Männer feiern mit. Erstmals vor laufender TV-Kamera. Kunstgeschichte studiere ich. Hast du studiert? Nee, ich bin im... Ganz vorsichtig, was Sie erzählen. Ganz vorsichtig. Im zweiten Master. Für Student Max ist der Kommerz der Höhepunkt des Konvents. Was ich halt langweilig finde, ist, wenn man nur noch so äußere Form wahrt, aber eigentlich gar nicht mehr weiß, warum man es macht. Aber man, meine Fresse, man fährt ja auch oft rum und muss dann, hat dann so Pflichtveranstaltungen, und so, wo man sich auch fragt, was macht man hier eigentlich? Max und die anderen verfolgen den Einzug der Chargierten. Der Kommerz ist alten Regeln unterworfen. Reden und Maßkrüge werden geschwungen. Der Gang auf die Toilette ist verpönt. Stattdessen stramm stehen, stramm trinken, einschwören auf die Gemeinschaft. Viele Rituale wirken wie aus der Zeit gefallen. Reichlich Zündstoff für die Gegenkultur, die sich für Protest bereit macht. Die geheimen Konvents, die Aufmärsche. Sie sind für sie Teil einer gestrigen Ideologie. Manch ein Konventsteilnehmer gibt sich neugierig amüsiert. Wären wir jetzt privat hier, also jetzt außerhalb des Coburger Konvents. Privat wäre ich wahrscheinlich die ganze Zeit da drüben. Genau, würden wir wahrscheinlich da drüben sitzen, ja. und hätten Jeans und einen Pulli an und würden mit denen da drüben das ein oder andere alkoholfreie Getränk genießen. 3 Stunden später. Der normalerweise der Öffentlichkeit nicht zugängliche Kommerz ist beendet. Die Teilnehmer suchen Erleichterung. Und im Zelt unappetitliche Zeugnisse der Konventsregularien. Wir wissen, dass die Leute nicht auf die Toilette gehen dürfen und dann müssen sie einen anderen Weg finden. Da kommen dann unsere Handschuhe zur Geltung und dann schauen wir mal. Muss ja weggeräumt werden. Wie viele gibt es da? Einige. Ja, ganz viele. Leider. Die missbräuchliche Verwendung von Bierkrügen gilt auch in der Verbandsführung als Unart. In Franken und in Österreich. Draußen bei den Demonstranten tritt derweil Gastredner Lucius T. auf. Der Journalist bewegt sich häufig in Verbindungskreisen und will deshalb nicht erkannt werden. Bei vielen Studentenverbindungen, die sich ja auch gerne in ihrer eigenen Geschichte sehen und sich in eine lange Tradition stellen, findet eigentlich eine ungenügende Auseinandersetzung, eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte statt. Also sei es, dass man an dem Sturz der Weimarer Republik beteiligt war, wo schon früh vor allen Dingen die schlagenden Verbindungen mit dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund zusammengearbeitet haben. Aber es herrscht auch insgesamt noch bei vielen Verbindungen so eine Kaiserreichsnostalgie. Paraden, Uniformen, Fackelmärsche. Hartnäckig halten die Traditionen. Flammend erinnern sie an unselige Zeiten. Solche Lichterumzüge gab es zwar schon vor den Nazis, andererseits ist klar, mit jedem Anstimmen des Deutschlandliedes, mit jedem Fackelmarsch, gießen die Bundesbrüder Öl ins Feuer ihrer Gegner.
Einen kritischeren Umgang mit der Geschichte wünscht sich Alexandra Kurt von den Verbindungen. Die Rechtsextremismus-Expertin aus Gießen forscht zur Geschichte des Verbindungswesens und sie beschäftigt sich intensiv mit der politischen Dimension dieser Männerbünde. Die Mitwirkung der Verbindungsstudenten und der Verbände an der Zerstörung der Weimarer Demokratie mache ich zum einen fest an personellen Überschneidungen. Also eine ganze Reihe von Burschenschaftern und anderen Verbindungsstudenten wurde sehr früh schon Mitglied in der NSDAP und Mitglied im NS-Studentenbund. Und ich mache das fest an den ideologischen Gemeinsamkeiten. Es gab ab Anfang der 1920er Jahre Arierbeschlüsse. Die jungen Leute sind dieser Ideologie gefolgt, bis auf wenige Ausnahmen. Am Ende hat es dann zu einer seltsamen Mischung aus freiwilliger Selbstauflösung und erzwungener Schließung der Verbindungen geführt. Viele tragen Mitschuld am Aufkommen der Diktatur, andere sind eher Opfer und dürfen nach 1945 ihre Tradition rasch wieder aufnehmen. Die katholischen Studentenverbindungen sind diejenigen, die zuallererst ihre Zulassung in der Bundesrepublik wieder erhalten haben und die dann sehr erfolgreich waren in ihren Seilschaften, sehr erfolgreich in der Politik, aber auch in anderen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen. Einer von ihnen schaffte es ganz an die Spitze der Jungen Republik, Konrad Adenauer. Unter dem CDU-Bundeskanzler bestimmten auch andere christliche Verbindungsstudenten die Geschicke des Landes. Mitglieder aller Verbände prägten und prägen Politik, Wirtschaft und öffentliche Meinung in Deutschland bis heute. Von Showmaster Thomas Gottschalk bis Ex-BND-Chef Gerhard Schindler. Der akademisch-musikalischen Verbindung Friederizianer in Marburg wird begeistert gesungen. Politik spielt nur eine Nebenrolle. Frauen sind zugelassen. Wir sind unpolitisch. Wie viel man sich in der Politik engagiert, bleibt jedem Mitglied selbst überlassen. Wir haben das schwarze Prinzip, das heißt, dass wir keine Farben tragen. Wir haben natürlich das musische Prinzip. Die Studentenrevolte von 1968 verändert auch die Studentenverbindungen. Wann entstanden die ersten Universitäten? Manche öffnen sich dem Ruf nach mehr Freiheit und Selbstbestimmung. Andere leiden unter Mitgliederschwund. Und die Dozenten wohnten mit ihren Studenten zusammen. Einige haben tatsächlich zugemacht, die gibt es dann auch nicht mehr. Und die Friederizianer hatte die Möglichkeit, über dieses Musische, also mit Orchester und so weiter, halt, sich dann natürlich zu öffnen, auch gegenüber Frauen. Auch in der Friederiziana kam der neue Geist an. Uschi Schröter gehörte zu der emanzipierten Generation junger Frauen, die ihre Aufnahme selbst mit erstritten haben. Heute ist sie hohe Dame und stolz auf den Wandel von damals. Ich bin die erste Frau, die hier in der Ahnengalerie erscheint. Es waren vorher immer nur Männer. Ich bin, als ich mit dem Studium anfing, hierher gekommen, habe im Chor mitgesungen und wir haben viele Sachen organisiert. Und dann kam die Frauenfrage. Ich habe gesagt, wir machen so viel. Wir sind integriert, Chor, Orchester, später auch Theater. Da müssen Frauen reinkommen. Das dauerte oftmals Jahrzehnte, bis das aufgegeben wurde und die dann Frauen auch aufgenommen haben, Studentinnen auch aufgenommen haben. Und das hat diese Verbindung natürlich verändert. Liegt die Zukunft der Burschenschaften in liberalen Veränderungen? Oder ist das ein Widerspruch in sich? Die ersten Versuche in diese Richtung wecken die Kritik der Traditionalisten. Und das geht so weit, dass also insbesondere die traditionellen Männerbünde häufig der Auffassung sind, das seien gar keine richtigen Verbindungen mehr, sondern das seien quasi so eine Art Wohngemeinschaft. Das hören die Studentinnen und Studenten in der Friederizianer nicht gerne.
Sie wollen alte Traditionen und neue Freiheiten verbinden. Gemeinsam Musik machen und Theater spielen. Und entweder passt er, dann existiert er oder eben nicht. Noch gelten offene Verbindungen wie die Friderizianer Marburg als unbedeutend in der Verbindungslandschaft. Aber wie einflussreich ist die Mehrzahl der Verbindungen, die sich eben nicht gewandelt hat? Gerechnet an der Gesamtzahl der Studierenden in Deutschland liegt der Anteil aller Verbindungsstudenten und Studentinnen unter 1%. Politisch bewegen sich die Verbände in einem weiten Spektrum, von liberal bis rechtsextrem. Christliche Verbände gelten meist als konservativ. Sie stellen heute noch viele Politiker und Führungspersönlichkeiten. Rechtskonservative Verbände wie der Kösener Seniorenkonventsverband oder die Allgemeine Deutsche Burschenschaft nehmen eher Einfluss in Wirtschaft und Mittelstand. Ganz rechts außen steht die Deutsche Burschenschaft. Einige Mitgliedsbünde werden seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet. Wenn ich jetzt die Zahlen nehme, dann habe ich hier links außen, dann geht das hoch auseinander halt bis in das Konservative rein. Und dann habe ich noch so eine kleine Schere wieder zum Rechtsextremen. Ungefähr 10% Rechtsextreme haben wir. Die Mitglieder der Hilaritas sehen sich weit entfernt von rechter Gesinnung. Trotzdem ecken die Burschen bei Mitstudenten oft an. In Stuttgart geht's, das ist eigentlich recht freundlich den Kooperierten gegenüber. Aber jetzt gerade beispielsweise in Göttingen oder Marburg, da kann es dann wirklich auch sein, dass man halt, dass die Leute einen von vornherein verurteilen, teilweise anspucken, schlagen. Das verstehe ich nicht. Weil man hat natürlich das Klischee von der Burschenschaft, aber welche persönliche politische Überzeugung, weil darauf zielen ja die meisten ab, dass ihnen die politische Überzeugung nicht passt. Ja, das wissen die meisten Leute ja gar nicht. Deswegen fand ich es auch sehr unfair, als ich in Tübingen mal angespuckt wurde, weil ja, ich glaube, das, wofür mich diese Person verurteilt hat, ist nicht wirklich meine politische Richtung, in die ich neige. Aber man hätte sich auch unterhalten können, habe ich dem irgendwie angeboten, aber ja, wollte nicht. Ein Problem? Geheimrituale. Sie erzeugen Misstrauen. Eines der wichtigsten ist die Kneipe. Trotz mehrfacher Anfrage durften wir keins der streng geregelten Trinkgelage filmen. Jeder Fuchs muss es durchmachen und vor allem durchstehen. Zu einer Kneipe versammeln sich die Bundesbrüder und die Gäste hier im Kneipsaal. Und dazu trägt man typischerweise Anzug oder Kneipjacke und auch gerne Kopfcouleur, also ein Hut oder ein Tönnchen oder ein Servis. Und dann sitzen alle da und warten gespannt. Und dann gibt es typischerweise eine Bierorgel, also ein Klavier, da sitzt ein Klavierspieler. Dann fängt er an, irgendeinen Einzugsmarsch zu spielen und dann kommen die sogenannten Chargierten. Der sogenannte Erstchargierte bestimmt, wann gesungen, getrunken, Reden gehalten und wieder getrunken wird. Wer nicht mithält, dem droht der Verlust der Bierehre. Mit im Spiel sollen auch Kotzbecken sein, das Pinkeln in Biergläser und auch das Singen nationalistischer oder rassistischer Lieder. Durch die Rituale, durch die Peinlichkeiten, durch das Blutige plus sonstige Körperflüssigkeiten, die da eine Rolle spielen, wenn man zu viel trinkt, durch das gemeinsame Erbrechen etc. pp. Wird natürlich eine ganz enge Gemeinschaft konstruiert. Und jemand, der das durchstanden hat mit anderen, mit all den Peinlichkeitsgefühlen und Unannehmlichkeitsgefühlen, die damit verbunden sind, ein solcher wird natürlich sehr viel weniger schnell eine derartige Organisation verlassen als jemand, der zu seinen Mitstreitern immer ja, die eigentlich gewöhnliche, normale, menschliche Distanz aufrechterhalten hat. Die Burschenschaft Thuringia zu Friedberg.
Das Grüppchen von Ingenieursstudenten pflegt das Fechten mit Begeisterung. Sportliches Ziel, die berühmt-berüchtigte Mensur. Der martialische Zweikampf verlangt den Beteiligten alles ab, körperlich und psychisch. Doch wozu die anachronistische Waffenübung? Kriegerische Tradition? Blutiger Aufnahmeritus? Für die Beteiligten jedenfalls eine ernste Angelegenheit. Und einmal die Mütze ab. Wenn du hier zu wenig aufklappst, nimmst du den Ellenbogen viel zu tief runter. Okay. Und deswegen werden das solche Hiebe. Das Gefühl nach der ersten Partie ist natürlich grandios. Man weiß, man hat seinen Kopf für den Bund hingehalten und man würde auch zur Not für den Bund bluten. Das ist natürlich, das schweißt noch mal enger zusammen. Fechten bis aufs Blut. Knapp 7000 Aktive sind Mitglieder in schlagenden Verbindungen. In anderen Burschenschaften ist die Mensur freiwillig. Auch in der Thuringia. Und kommt nach vorne. Schön. Wenn jetzt auf Mensur mit scharfer Klinge gespielt wird, ne, und hier fällt ein Hieb vorbei, dahin, wo er nicht treffen soll, hier auf die Wange, dann geht die Klinge jetzt durch das Festgetapte nach außen weg. Das ist zwar dann hässlich, und das kann man aber wieder zunähen, aber es ist ungefährlich. Wenn ich das nicht mache, dann fällt die Klinge hier rein und geht Richtung Halsschlagader. Das zu flicken wird eklig. Spaß haben. Lächeln. Ah. Gut, wenn so macht Spaß. Oh, warte, mach nochmal auf. Ich kann die Augen zu. Mach nochmal auf, bitte. So, Augen auf. Setz dir mal die Brille so auf, dass du meinst, sie sei bequem. Kannst du gucken. Warte mal, jetzt. Augen zu, aber nicht kneifen. 3, 2, 1. Spaß haben. Lächeln. Ich bilde auch und forme auch keinen Charakter. Und auch die Mensur tut das nicht. Wer vorher schon ein Charakterschwein war, der wird auch nach 10 oder 20 Mensuren ein Charakterschwein bleiben. Und wer vorher ein netter Mensch ist, ist auch hinterher ein netter Mensch. Ja. Gut. Ich bat um das Silenzium für die Annoncierung einer einfachen Partie Schläger nach den Gepflogenheiten des Friedberger Waffenkringenkommors. Ein sogenannter Schlepper unterstützt den Kandidaten. Ein Sekundant schreitet bei Regelverstößen sofort ein. Los! Im Ernstfall ist ein Arzt zur Stelle und versorgt die Wunden. Du sollst auf meinen Kopf ziehen, nicht auf meine Deckung. Hoch, bitte. Los! Halt! Es wurden 14 Gänge und ein Ehrengang geschlagen. Ist eine Pause erwünscht? Geht noch. Nicht atmen beim Trinken. Eine Mensur dauert im Schnitt mit den Pausen zwischendrin, zwischen den einzelnen Gängen und hier noch mal was gerichtet und gemacht und getan, zwischen 20 und 30 Minuten. Und auch in den Pausen, wo man nicht aktiv den Schläger schwingt, hat man maximales Adrenalin, weil man weiß, der nächste Gang kommt noch. Und da kommt noch ein Gang und da kommt noch ein Gang. Und das lässt das Adrenalin nicht abflachen, sondern man hat die 20, 30 Minuten volles Adrenalin. Fertig! Los! Zusammen fechten, zusammen wachsen, zusammen gehören. Ein Leben lang. Du hörst auf, den Arm vors Gesicht zu nehmen. Die Grundlage dieses Männerbundes. Fertig! Los! So, kleiner Waschbär. Oh. Wie groß ist die Erleichterung? Oh ja. Nächstes Mal lassen wir den noch eine halbe Stunde drin. Ich merke gerade noch gar nichts. Also, hat voll gepumpt mit Adrenalin. Also, das macht sich erst heute Abend bemerkbar. Eine Extremsituation, in der wohl auch Todesangst mitschwingt. Mensurkämpfe können blutig enden und hinterlassen mitunter hässliche Narben, die so mancher Bursche stolz in den sozialen Medien vorzeigt. Opfere dich für das Regelwerk der Gemeinschaft. Das heißt, es ist eine komplette Unterordnung oder Unterwerfung unter das Regelwerk. Und das ist das, was das Individuum mit sich machen lässt. Das heißt, in dem Fall ist das Individuum ausgeschaltet. Da zählt nur die Gemeinschaft. Und deswegen gibt es auch diesen Kit, weil das teilt jeder dann natürlich eben für die Gemeinschaft. Das heißt, ich habe wirklich meinen Kopf hingehalten für meine Jungs.
Also für unseren Bund oder wie auch immer halt. Und das ist das Ding, weswegen wir hinterher auch so da stehen. Nationalrat in Wien. Hier ist der Einfluss der Studentenverbindungen auf Politik und Gesellschaft größer als in Deutschland. Gut 2/5 der FPÖ-Abgeordneten kommen aus Burschenschaften. Mehrere Skandale lösen Proteste gegen diese politischen Verbindungen aus. Anfang 2018 ist ein Liederbuch der Wiener penalen Burschenschaft Germania aufgetaucht. Es enthält Liedtexte, die die NS-Zeit verherrlichen und zur Ermordung von Juden aufrufen. Am Rande des traditionellen Burschenschaftsballs kam es ebenfalls zu Demonstrationen. Einer der Ballgäste, FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Wie kommt es, dass Burschenschaften in Österreich nur 0,4% der Bevölkerung, aber 10% der Abgeordneten stellen? Die Redaktion des Wiener Stadtmagazins Falter. Chefreporterin Nina Horacek hat die Liederbuchaffäre ins Rollen und so manchen Politiker ins Stolpern gebracht. Sie beobachtet den zunehmenden Einfluss der österreichischen Burschenschaften auf die Landes- und Regierungspolitik seit langem. Es ist kein Zufall, dass dadurch, dass die FPÖ in die Regierung gekommen sind, so viele Burschenschaften in den Ministerien sitzen, weil das einfach, dort holen die ihre Leute her. Sie wollen diese Republik nach ihren Vorstellungen umdrehen und das, indem sie sozusagen die Schalthebel der Macht besetzen. In Österreich hat bereits das stattgefunden, was manche auch für Deutschland befürchten. Ein Rechtsruck der Gesellschaft, ein Wiedererstarken nationaler und rassistischer Gesinnung, gesteuert durch eine akademische Rechte. Einer der Vordenker der österreichischen Rechten und selbst Chorstudent bei der Vandalia zu Graz ist Andreas Mölzer. Er lebt am idyllischen Ossiacher See in Kärnten und gilt als derjenige, der einst Jörg Haider und jetzt Vizekanzler Heinz-Christian Strache groß gemacht hat. Beides Burschenschafter. Man kennt sich natürlich erstens und man hat eine ähnliche Prägung und man vertraut sich. Ne? Und unter Maßgabe, dass die Leute auch fachlich gut sind, ne, weiß man halt, was man hat, wenn man jetzt einen Burschenschafter als Mitarbeiter nimmt oder was weiß ich. Ne? Das ist schon ein gewisser Kodex, der einen untereinander verbindet. Das Büro des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands in Wien. Hier arbeitet Andreas Peham, einer von Mölzers schärfsten Gegnern. Er hat die enge Verzahnung von Burschenschaften und FPÖ analysiert. Er sieht Andreas Mölzer als Drahtzieher, der es versteht, die Burschenschaften zu binden. Wiederum sind es Burschenschaften, die die Restpartei auffangen. Alle Beteiligten, sowohl aus kritischer Perspektive als auch apologetisch wie Heinz-Christian Strache, ja, sagen, ohne Burschenschaften wird es die FPÖ nicht mehr geben. Die österreichische Verbindungsszene tritt auffallend selbstbewusst auf. So wie Dieter Derntl, alter Herr und Wortführer der Wiener akademischen Burschenschaft Libertas. Natürlich sehen wir uns auch als deutsche Burschenschaft in Österreich. Weil wir beziehen unser Vaterland ja auf den Bereich, wo deutsche Kultur herrscht. Völlig unabhängig von Staatsgrenzen. Die interessieren uns in diesem Fall überhaupt nicht. Ja, was sind Deutsche? Sind es deutsche Staatsbürger? Ja, ich verwende jetzt nur die männliche Form, weil nur die kommen in Frage für Burschenschaft. Ja. Oder sind es deutsche Volksangehörige? Ja, das ist dieser volkstumsbezogene Vaterlandsbegriff, ja, der nicht Halt macht an den Grenzen und der auch historisch, schauen wir zurück in die 20er, 30er Jahre, wirklich ja, so fatal war, auch für Europa. Patriotisch zu sein und auch Nationalbewusstsein als positive identitätsstiftende Geschichte zu betrachten, gilt ja in der Political Correctness nicht gerade als sehr zeitgemäß, ne, sondern eher als reaktionäre, wenn nicht gar rechtsextreme Einstellung. Hallo, ich verstehe mich nicht. Die Journalistin Horacek sieht in der österreichischen Burschenszene klar deutsch-nationalistische Tendenzen. Österreich soll Teil von Deutschland werden, sagen es nicht oft öffentlich, weil man das halt nicht darf, sondern da wird eben dann philosophiert, wir sind ja ein Kulturkreis. Also sagen dort, wo der deutsche Zungenschlag zu hören ist, das ist Deutschland.
Auch in den berüchtigten Liederbüchern wird diese Fantasie besungen. Wie verhalten sich die rechten Parteien in Deutschland dazu? Die AfD ist ein bisschen, sozusagen, sind ein bisschen die Azubis der FPÖ. Die AfD ist einfach noch einige Jahre hinterher und weit noch nicht weit so erfolgreich wie die FPÖ. Aber das Ziel ist dasselbe. In Deutschland ist der Einfluss der Burschenschafter auf die Politik noch überschaubar. Mit dem Einzug der AfD in die Parlamente aber merklich gestiegen. Vor allem in der zweiten Reihe. Ich kenne die deutsche kooperationsstudentische Szene ganz gut und weiß es von den Chors her. Zum Beispiel nur die Kösener Chors, wo es ja 100 gibt, quer durch die Bundesrepublik, sind natürlich absolut nicht willens und wahrscheinlich auch nicht in der Lage, jetzt politisch das zu machen, was wir für die FPÖ machen. Das hat sich weder historisch entwickelt, noch ist es strukturell da. Die sind so 90% CDU-Wähler und brav biedere konservative Bürger. Wir sind ja Revolutionäre, das ist ja ein bisschen anders. Nein, nicht wirklich. Auch in Deutschland sehen sich Burschenschafter als konservative Revolutionäre und Systemveränderer. Einige geraten ins Visier des Verfassungsschutzes. Günther Beckstein galt als bayerischer Innenminister als Hardliner, wenn es um das Vorgehen gegen potenzielle Verfassungsfeinde ging, vor allem gegen links. Doch auch mit den Rechtsextremen hat sich der CSU-Mann, selbst Mitglied einer musischen Verbindung, angelegt. Ich habe immer Wert darauf gelegt, dass dann die Abgrenzung zum Rechtsextremen absolut notwendig ist. Und bei der Danubia war das nicht der Fall. Die hatten ganz eindeutig gemeinsame Sache mit NPD gemacht, hatten Redner, die wir ganz eindeutig dem extremen Spektrum zugeordnet haben. Und deswegen war es auch richtig, dass damals die Beobachtung angeordnet worden ist, die vorher auf erbitterte Auseinandersetzung gestoßen ist. Ich erinnere mich, dass ein hoher Richter im Vorstand des Alternverbands gewesen ist, der mich dann später auch angerufen hat und mich schwer gewarnt hat, was er alles mit mir anstellen wird, wenn ich es wagen würde, seinen Verband in die Liste der verfassungsfeindlichen Organisationen zu nehmen. Viele demokratisch orientierte Kritiker erkennen derzeit ein Erstarken der radikaleren Rechten in den Reihen des Verbindungswesens. Direkt unter dem symbolträchtigen Burschenschaftsdenkmal treffen sich jedes Jahr die Mitglieder der Deutschen Burschenschaft. Der Verband ist nach eigener Einschätzung der Rechtsausleger des Verbindungswesens. Sein Pressesprecher Philipp Stein pflegt Kontakte zur sogenannten identitären Bewegung, die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Stein sieht die Deutsche Burschenschaft derzeit auf gutem Weg. Die Burschenschaft hat in den letzten Jahrzehnten eher metapolitisch gewirkt, im vorpolitischen Raum und mittlerweile eben dann auch explizit in den politischen Raum rein. Stein und Gleichgesinnte treffen sich hier auf gut abgeriegeltem privaten Areal. Mit dem Wandel der politischen Stimmung und dem Aufstieg der AfD steigt auch das Interesse an den Burschenschaften. Bei vielen Leuten, die heute in unserem Bereich, das wird ja gerne als die neue Rechte bezeichnet, oder auch im Bereich der AfD tätig sind, die sind eigentlich über die Burschenschaft erst politisch sozialisiert worden. Also die sagen, ich hatte ein Interesse für bestimmte politische Themen, habe mich vielleicht selber als konservativ bezeichnet oder wie immer man diese Wortklauberei dann verwenden möchte, und sind auf eine Burschenschaft gestoßen und wurden da erst wirklich politisiert. Für die Stadt Eisenach ist der Aufmarsch ein Problem. Bürgermeisterin Katja Wolf versucht, den Burschentag aus dem öffentlichen Raum zu drängen. Am härtesten trifft die Szene das Verbot, sich an einer der Urstätten der burschenschaftlichen Bewegung zu versammeln. Auf der Wartburg. Allein die Signale, die ausgesendet werden durch Anträge, Arier-Nachweis, durch das Absingen der ersten Strophe des Deutschlandliedes, durch eben Fackelaufmärsche, die in einem Geist mir persönlich Gänsehaut machen, wo ich sage, also diesen Geist muss man deutlich hinter sich lassen. Am Abend findet die umstrittenste Veranstaltung statt. Das Totengedenken mit Absingen der ersten Strophe des Deutschlandliedes.
Gegendemonstranten protestieren. Journalisten wollen berichten. Einigen Burschenschaftern scheint das nicht recht zu sein. Ja, können Sie da nicht mal einschreiten endlich mal? Die filmen immer noch. Das, die hat hier nicht zu filmen. Es gibt hier gerade keine Versammlung. Machen Sie endlich mal was hier. Wir sind doch gerade dabei. Jetzt ist aber mal Ruhe hier. Aus jetzt mit der Kamera. Die größte Gefahr für die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland liegt meines Erachtens darin, dass über diese rechten Burschenschaften im Bündnis mit anderen Kräften wie Pegida, AfD, Identitäre und andere der Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft verankert worden ist, mit all dem, was dazugehört an Verrohung der Sprache, an Verrohung des Denkens, an gruppenbezogenen menschenfeindlichem Denken. Und da haben insbesondere die Rechtsausleger in der deutschen Burschenschaft einen ganz entscheidenden Anteil. Die Hilaritas Stuttgart gehörte einst zur deutschen Burschenschaft. Doch aktive und auch alte Herren hatten ihre Schwierigkeiten mit der Radikalisierung des Verbandes. Es kam zum Streit. 2012 tritt die Hilaritas aus dem Dachverband aus. Und das waren unterschiedliche Lager, unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Standpunkte, auch unterschiedliche Interpretationen von denen, was Burschenschaft ist. Und die haben sich, denke ich mal, so weit voneinander wegentwickelt, dass es auch unabdingbar war, sich zu trennen. Ich darf euch dreien hiermit die allgemeine deutsche Burschenschaft in treue Hände übergeben. Wir singen nun das Lied der Deutschen. Wir haben in unserem Verband der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft uns auf den kulturbezogenen Vaterlandsbegriff jetzt verständigt. Für uns ist es wichtig, dass man sich zur Kultur, zur Tradition der Burschenschaft und auch des deutschen Vaterlandes bekennt. Und wir glauben natürlich, dass man dieser Gemeinschaft auch hinzuwachsen kann, auch durch Zuwanderung und durch ein klares und eindeutiges Bekenntnis. Die Abspaltung der Hilaritas? Ein Zeichen gegen völkische und rassistische Tendenzen im studentischen Verbindungswesen. Deutliche Stellungnahmen lassen die Burschenschaften aber weiterhin vermissen. Klare Kante gegen rechts sieht anders aus. Denen ist es eigentlich egal, ob man eine Demokratie ist, ob man halt einen Adolf Hitler hat oder ob man halt einen Kaiser Wilhelm hat oder sonst was oder Weimarer Republik halt in dem Fall halt auch noch. Daran, glaube ich, liegt es auch, dass dieses extreme, radikale Gedankengut immer so weiter blühen kann. Ich denke, sie werden ihren Prinzipien und Idealen treu bleiben. Und wenn das Angebot angenommen wird, dann wird es uns noch lange geben. Wir haben wirkliche Nachwuchsprobleme, ne? Weil niemand mehr bereit ist, fünfmal in der Woche pauken zu gehen. Die sind Beton konservativen Denkens. Beton ist ein gutes Fundament und das trägt auch in 50 Jahren noch.